erkennen kann, habe ich mein Zimmer wieder umdekoriert mit ganz viel Glitzer, weil es macht so schön bling, 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 bling. Und wenn es dir gefällt, gib mir bitte einen Daumen nach oben. Jetzt geht's los. Also erstmal kam der unangenehme Teil vom Umdekorieren, nämlich Aufräumen. Auch bei mir ist es leider nicht immer so ordentlich, wie es in den Videos aussieht. Aber pssst, bei mir geht Aufräumen immer recht schnell, weil ich ja große Schubladen habe, wo ich alles reinstopfen kann. Daumen hoch, wer das auch so macht. Ausmisten kann ich ja dann ein anderes Mal. Mal alles geputzt. Das mache ich eigentlich auch total gerne, wie man sieht. Für meine neue Schreibtischunterlage habe ich mir einfach ein Stück Geschenkpapier zurechtgeschnitten und dann unter meine Unterlage gelegt. Sorry, was ich hier gerade mache, weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich so rote Teelichthalter von Ikea als Stiftboxen aufgestellt. Ich glaube, eins nehme ich auch als Teelicht. Für die Boxen, die noch weihnachtlich aufgepimpt werden mussten, habe ich einfach breites rotes Geschenkband genommen und eine schöne Schleife drum gebunden. Sieht doch gleich viel weihnachtlicher aus, oder? An mein großes Regal habe ich dann noch eine Lichterkette dran geklebt. Einfach mit Tesafilm, das macht es jetzt so richtig gemütlich, finde ich. Für meine Kuschelecke habe ich bei H&M noch eine kuschelige Winterdecke gefunden, die aussieht wie ein Fell. Und noch so ein ganz süßes Eichhörnchenkissen mit goldenen Glitzersternchen drauf. Meine Flasche vom Herbstvideo kennt ihr ja noch. Die bekam einfach ein Winterkleid, in dem ich ein Stück Schneegirlande drum geklebt habe. So könnt ihr übrigens jede einfache Flasche aufpeppen. Die Leuchtzweige hatte ich ja schon, die gab es bei Kick. Dahinter habe ich noch den Rest von meiner Lichterkette in das Bonbonglas vom Halloween-Video gesteckt und noch so ein paar Weihnachtskugeln dazu getan. Jetzt war mein Bett an der Reihe. Erstmal alles runter und neue Weihnachtsbettwäsche von H&M drauf. Ich finde die mega schön, weil die nicht ganz so kitschig ist. Und die Farben Grau, Schwarz und Rot passen super in mein Zimmer. Für das nächste DIY schneidet ihr von einer goldenen Girlande einfach so Puschel ab und klebt sie auf eine Lichterkette. Oder steckt sie wie ich einfach da rein. Wenn beim Schneiden so ein paar Girlandenschnipsel abfallen, könnt ihr die später mit einer Fusselrolle ganz einfach wieder einsammeln. So, fertig und es geht noch weiter mit Glitzer! Ich habe jetzt eine Girlande in so 7 bis 8
cm lange Stücke geschnitten und mir dann aus Tesa so einen Aufkleber gemacht, indem man das faltet, sodass beide Seiten kleben. Wisst ihr, was ich meine? Dann dreht ihr ein Stück gelandet zur Kugel, drückt es mit den Enden nach unten auf euren Tesa-Aufkleber. Nehmt alles hoch und klebt es an die Wand. So kann man super schnell eine ganze Wand in eine Glitzerkugelwand verwandeln. Auch wieder dran glauben. Alles Alte runter und schwupps, ein Weihnachtsgeschirrtuch drauf. Das gab's bei Primark für 1 Euro, glaube ich. Ich hab's dann auf die Größe der Pinnwand zugeschnitten und mit Pins in den Ecken befestigt. Ich finde es jetzt überall total schöne Geschirrtücher mit Weihnachtsmotiven. Meine Bilderrahmen sahen auch noch nicht weihnachtlich genug aus. Die müssen auch noch glitzern. Das ging mit goldenem Washi-Tape ganz einfach. Vielleicht doch besser erst auf den Boden legen. Wow, ich finde die mega schön jetzt. Meine kleinen Pinnwände habe ich dann auch noch ausgetauscht. Die hatte ich aus so Korkuntersetzern von Ikea gemacht. Dafür braucht ihr nur wieder ein Geschirrtuch oder Stoff und schneidet euch Kreise daraus, die etwas größer sind als die Untersetzer. Der Rand muss noch etwas überstehen, weil ihr ihn dann von hinten mit Heißkleber festkleben müsst. Und schon ist die erste Mini-Pinnwand fertig. Ich habe 3 davon gemacht und mit einem Nagel aufgehangen. Auf meine Fensterbank kam dann noch eine silberne Girlande und ein bisschen Dekokram. Und unseren Schimmern von Dachboden. In meinem IKEA Rollos habe ich dann noch eine Lichterkette versteckt. Die konnte man ganz einfach so in die Stofftaschen hängen. Ich verlinke euch die Rollos in der Infobox. Rollos runterlässt, kann man die Lichterkette einfach in der untersten Lasche hängen lassen. Und das sieht so schön aus. Ach ja, mein Nachttisch bekam auch noch eine goldene Girlande. Meine Mama fand das ja viel zu viel Glitzer, aber ich fand's mega. Schreibt mir doch mal, was ihr meint. Hier seht ihr nochmal alles im Ganzen.
Der Rehkopf ist auch vom H&M, aber schon vom letzten Jahr. Ich glaube, dieses Jahr haben die aber auch wieder welche. Nobody, du kommst im nächsten Video dran. Bitte gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Tschüss!